So, jetzt läuft's aber. Hallo alle miteinander. Nee, aber. Hallo alle miteinander. Ey, du Arschloch! Hör jetzt auf zu lachen, wir haben noch 10 Sekunden. Ich mute mich mal kurz, ne? Ja, halt die Fresse jetzt. Hallo alle miteinander und willkommen zurück bei einer kleinen PUBG-Aufnahme. Mit dabei ist ich der. Ich mute dich währenddessen auch mal. Ja, dankeschön. Ist der Urs, man hat ihn gehört, der Mito G. Wir sind schon im Flugzeug, wir sind über Miramar und wir sind zu zweit. Good day, this is your captain speaking. Gut, dass da gerade eben diese Grillenzirpen war, das kam wirklich gut. So, Captain. Wo gehen wir hin? Ich trianguliere gerade den besten Absprung. Da, auf, wir müssen. Oder willst du irgendwo anders hin? Dahin, okay, gehen wir dahin. Also wir gehen da oben hin. Und dann können wir abspringen. Ich will doch dafür sorgen, dass du mal eine halbe Stunde aufnimmst. Ui. Wahrscheinlich fängst du gleich wieder an zu laggen wie scheiße, wenn die Aufnahme mitläuft. Besser. Oh. Ich kann auch gleich den Sound wieder anmachen, den habe ich extra aus. Weil das Flugzeug ist immer noch nervig. Der Urs simuliert das ganz gerne, hier ganz gerne mal an dieser Stelle. Du lieber ein Kreuzfahrtschiff. Ah, ja. Captain, Eisberg voraus. Captain, ein Eisberg voraus. Captain, wir haben Gesellschaft. Was? Scheiße. Außer wir spielen gerade in einem Trio, von dem ich bei einem nicht den Namen nicht sehe. Ja, das ist der Harry, kennst du den nicht? Keine Ahnung, ich glaube, der ist bei dir oder bei mir gelandet. Ne, ja, der ist so zwischen uns gelandet. Der ist bei mir gelandet. Hier ist aber auch einer, bei mir ist auch einer. Meiner ist genockt. Ein sehe ich gerade. Kann man denken, wo mein Kerl ist. Hast du deinen Kerl verloren? Ich hab ihn tatsächlich noch nicht einmal gesehen. Ich hab nur gehört. Findest du den Kerl heute auch nochmal bei Der dir, ist doch schon längst tot! Ich hab ihn gefunden! Hab mich gehört. Komm her, Urs! Der ist im Haus! Ah. Piep, Quickfire. Das machen wir nochmal. Ja, oh ja. Bis gleich. Nochmal neu. Ja. Nee, wir nehmen das. Ich nehm das. Ist gut. Gut, wir sind wieder in einer Runde. Der Urs hat schon markiert. Aber ich glaube, das ist eine blöde Markierung. Das ist nicht direkt in die Masse hin da. Ja, sollen wir woanders hin? Nö. Na gut, dann raus. Weil wir gehen zur Hacienda. Nee, hab ich keine Lust drauf. Nö. Und für die Runde genauso kurz wie die gerade eben. Wobei man ja sagen kann, das war deine Schuld. War meine Schuld, dass du dich von dem einen Kerl hast ausnocken lassen? Ich hab meinen Kerl gekillt. Aha. Und dem Was anderen habe ich auch noch Schaden gemacht. Hä? Was hast du für eine Waffe gehabt? Eine Mini. Gegen Mini gegen eine Uzi, also bitte. Und warum hast du mir die Mini nicht gedroppt? Weil ich nicht wusste, dass du keine Waffe hast. Ich habe gerade letzte Waffe. Hatte ich ja eine Pistole. Er hätte ja das gesagt, hätte ich sie mir nicht mehr gedroppt. Mhm. Also meine Schuld, dass du nicht drauf achtest, was dann Teamkameraden für Waffen haben. Es ist deine Schuld, dass du nicht sagst, was du brauchst, du Arschloch. Das ist jetzt hier so schön im Kreis. So ja, wir können das den ganzen Tag machen und du verlierst am Ende. Du bist übrigens alleine. Das ist schön, ich habe mich nämlich nicht umgeguckt. Dafür bin ich ja da. Einer muss ja einen Überblick behalten. Oh, das ist so warm. Gott, hab ich geschossen. Nein, ich nicht. Ja, doch einer, hast du doch einen übersehen. Ach, manchmal springt er einfach durch Fenster, ey. Da könnte ich mal kotzen. Hier irgendwo auch was Gescheites oder so? Hast du gerade eine Fläche reingeworfen? Nein, ich glaube, wir haben einen übersehen. Gä? Glaube ich auch. Ganz weit abgesetzt, die Fläche ist gar nicht hier. Was denn? Er hat schon wieder nur mit der Schusspistole rum. Ah, hier liegt noch eine Pumpe, aber ich habe die jetzt liegen lassen. Durch, ey. Der passt nicht durch dieses Loch durch.
Life. Nee, Story of the Life ist, dass man das Loch nicht reinkommt. Cool, noch eine Puppe. Brauchst du gar nicht reingehen. Ja. Da war ich schon. Ah, ich sehe es gerade. Hier Richtung 92 nochmal. Gott sei Dank sind wir recht nah an der Zone. Wie nah sind wir denn? Ah, ja, es geht ja. Was hast du jetzt so an Hardmetall? Ich hab ein Crossbow und eine 16er. Und eine P18C. Ich hätte vorhin das Extended mitnehmen sollen. Egal. Voll gegengesprungen. Irgendwie schluckt man Spiel gerade die Geräusche, wenn er irgendwas, wenn er Items aufnimmt. Solange es nur bei dir tut, ist es doch egal. Denk mal, ich muss mich dann immer nochmal umgucken, ob ich das denn so wirklich aufgenommen habe oder nicht. Ja, geil. Na, AK. Brennt doch das Herz auf. Also, ich finde die ja mittlerweile ganz cool. Die AK war auch mal cool. Und dann haben sie es ins Spiel genommen. Das ist. Nee, das ist südlich von uns. Das ist nicht von uns. Du willst also damit andeuten, dass die AK einfach nur eine coole Waffe war, weil sie nicht spielbar war? Die sieht halt einfach nur lustig aus. Da hört's halt auch bei dieser Waffe auf. Ei, streht durch, ey. Einfach nur Müll hier. Das Auto hat übrigens über uns angehalten irgendwo. Ja, ich hab's gehört. Das ist wahrscheinlich oben als, bei den Trafos. Als kleine Vorwarnung. Hier ist eine Car. Gekauft. Ich glaub, die nehme ich. Du hast einen Crossbow. Mein Crossbow ist schon weg. Na komm, ich lasse ja, die K. Das ist gar kein Grund für die K. Doch, ich hab einen Grund, ich hab einen Vierer. Das ist aber nett, dass du das jetzt daneben gelegt hast. Hab ich nicht, das ist meine K, vergiss es. Weil du jetzt so frech zu mir warst. Ich hab dir eine Uzi da gelassen mit 100 Schuss. Glaub ich, heute gleich mal einen Molotow in die Ohren. Ach, guck mal hier. Was ist da drüben? Eine Uzi, eine SK oder so? Ach guck mal, Bullet Loops, die hebe ich mir für meine K auf. Das ist schön, ich habe selber schon welche gefunden. Ach guck mal, eine SLR. Das ist schön. Dann sind wir ja beide glücklich. Schießt du auch auf jemanden oder? Oh, tatsächlich. Ich warte doch nicht, dass die zurückbomben, oder? Nö, nö. Ja, lustig muss es sein. Okay, lass mal abhauen. Ja, lass mal die Zone random. Was hast du? Ach, der SLR war da drüben jetzt nur, oder was? Ja. Achso. Ich hab gerade etwas Cooleres gefunden. Aber was halt echt nur ein Rotpunkt. Ich hab nur ein Red Dot noch über, wenn du ein Holo, wenn du noch über willst, wenn du noch willst. Hast du 16er, oder? Ich hab eine 16er und eine. Kontakt 205 Grad. Wie nah? Renne das Geschäftsgebäude rein da vorne. 5. Ab da, ja, ich weiß, was du meinst. Komm mal her. Die wollte. Was hast du jetzt für mich noch? Rotpunkt, wenn du haben willst. Und ein paar Pfeile, aber ich glaube, die brauchst du nicht. Holo, aber okay. Gut, wir kommen wieder hin, ohne abgeknallt zu werden. Oh, die rennen schon weiter, wir können hin. Ach, da sind die. Der andere ist 215 an der Straße jetzt auf der anderen Seite. Ja, ich hab's gesehen, ich hab kurz überlegt, ob ich auf ihn schieße. Tu das mal bitte nicht, wir haben hier überhaupt keine Deckung. Ja, eben, ich hätte ihn sogar getroffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Waren drei Stück, hast du gesagt? Zwei, Alter, wir spielen du. Ich wollte gerade sagen, wir spielen du, können doch kein drei sein. Oh, bitte lasst mir irgendwas über. Ich hätte gerne gescheite Fünfer. Hier ist 30er, 7er Munition hier drüben.
Kannst du gut gebrauchen, glaube ich. Fuck. Ah ja, fighten wir jetzt mit denen oder sickern wir durch St. Martin durch? Zwischen können und müssen ist ein großer Unterschied. Wir müssen nämlich da durch. Ich hab gesagt, wir können nicht, sondern wir sickern. Wie Wasser. Im Sand, genau. Muss aber erst noch was anderes machen. Was willst du machen? Nachzukommen. Ah, wie komme ich da hoch? Nämlich fucking Parkourmeister, ey. Fucking Parkourmeister. Genau. Parkour. Ja, und was hast du da oben jetzt gekriegt? Dreier-Rucksack. Achso. Du hast den Blick, dass wir sehr weit voneinander entfernt sind? Gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Ja, das geht. Ich würde aber gerne jetzt hier rüber und da will ich nicht alleine rüber. Moment. Okay, du bist da, du kannst mit der Decke gehen. Ah, fuck. Schade. Ja, ich bin drüben. Die Jungs sind garantiert auch schon weiter. Ja. Ich hab gar gedacht, da kommt einer. Was waren wieder nur diese blöden Blätter? Das ist okay. Weiß nicht, wie oft ich fast auf Vögel geschossen hab. Ja, auf Scharnhorn ist es ganz schlimm, da fliegen die nämlich tief. Guck mal, eine Maive. Ich glaube, hier war noch niemand. Ja, ist zu. Powergrid? Die Ecke? Ich hab keine Ahnung. Das gibt's doch nicht, ey. Liegt doch nur Müll rum, ey. Oh, guck mal, Zweierwissen. Siehst du mal. Oh, guck mal, eine Pfanne. Hier unten gab's nichts, wenn du fragst. Klumpsklo. Super. Ich find's aber schön, wie du an Medikits und so vorbeirennst. Hab ich nie gesehen. Waren da echt Medikits? Ja, da lag kein Medikit. Ich hab schon eins. Diesmal, deswegen habe ich hier das übrig. Medikit. Ich hab drei. Du lügst doch. Bei Medikits. Würd's dir auch zeigen, aber ich weiß, dass du mir einfach alle klauen würdest. Naja, ich würde behaupten, hättest du da gerade hingelegt, dann würdest du trotzdem klauen. Hier liegt noch zwei Helme, wenn du einen brauchst. Hab einen. Ja, lass mal hoch hier. Was schon oben? Nee, aber hier waren schon welche. Klönk voll gegen die Deckenbeleuchtung gerannt. Ja. Ja, lass mal klettern gehen. Ja. Alter. Ein sonniger Tag, sollte man nutzen für sowas. Ich gerade eben schon wieder erschreckt, weil deine Bewaffnung einfach wieder in der Luft hing und ich erst gedacht habe, da steht ein Typ. Ich weiß, normalerweise passiert das eigentlich immer nur, wenn. Also laut Gerüchten passiert das nur, wenn man die Waffe wechselt, okay. Das ist schon so oft gesehen. Ich würde mich über den Bug eindeutig nicht beschweren. Gibt schlimmere Bugs. Ah, wenn halt bei so einem PGI-Turnier wäre nicht zum Beispiel scheiße, wenn du dann da sitzt und in Deckung bist und auf einmal sieht wollen einer das. Wollen wir auf das Compound raufgehen oder wollen wir safe machen? Lass ein bisschen safe spielen. Die letzte Runde war nur 3 Minuten lang, die ich schon drin habe und jetzt die andere. Die muss mal ein bisschen was hermachen jetzt. Achtung, jetzt werden wir trotzdem aus dem Compound wahrscheinlich raus erschossen. Ja, ich glaube auch. Dann können wir aber sagen, gut, dass wir nicht direkt reingelaufen sind. Wir sind sofort erschossen worden. Ja, also, ja. Wandersimulator 2.0. Laufen. Morgens, mittags, abends. Ich muss laufen. Ja, jetzt laufen wir mal wieder Richtung Zone. Zone ist aber ganz schön rote Richtung, die wir in die Richtung, in die wir laufen. Bei mir ist es witzigerweise gelb, weil ich den Farbenblindenmodus drin habe. Das ist irgendwie cooler. Blind.
Nein, ich finde das besser mit dem Gelb. Gefällt mir mehr. Lass dir vorne in den Compound einfach rein. Oder in die Baustellen-Compound da hinten. Na, erst bei denen hier. Oh. Ah, da sind wir um Power Grid rum, oder? Jo. Ja. Ja, das ist der Compound da drüben, der war nämlich früher mal richtig scheiße. Flugzeug. Das ist Dreierhelm. Dreierhelm. Oh, ein Zweiervisier endlich. Ah, oh, ich hab einen Trike gefunden. Ich glaub, du willst nicht mit, oder? Steig auf das Ding hier rauf. Das waren Fahrkünste. So muss das gehen. Ah, Bombenzone vorbei. Ey, war doch schon einer. Wundern wird's mich nicht. Ja, hier liegt eine VSS ohne Muni, hier war einer. Vielleicht eine Umpe oder eine Uzi dabei gehabt. Ja, das, wird das was ganz Doofes tun? Liebe, zwei Rucksäcke gegen zwei Rucksäcke zu tauschen. Was Doofes willst du tun? Durch die Gegend schießen oder was? Hat sich schon erledigt. Normalerweise so spät werde ich immer abgeknallt, wenn ich da oben aufs Dach gehe. Achso. Ja, ich kann gerade weiterlatschen. Aber machen wir ja auch. Sind nur noch 38 Leute am Leben, inklusive uns. Fuck, direkt an Picardo vorbei. Ja, Picardo ist da vorne schon in Sicht. Na, versuchen wir hier vorne über die Straße zu huschen, dann sind wir in den Mountains, dann kriegen wir keiner mehr. Zumindest ist nicht mehr direkt aus Picardo raus. So schön naiv, der Junge. Hier unten war auch schon einer. Tür ist auf. Compound links. Ja, ja. So Sachen, die mich nicht wundern. Ja, da war schon. Ja, wundert tut mich das auch nicht. Spät, so müde. Das ganze Tag gemacht, dass du so müde bist, Kellner. Schwitzt. Schwitzt, ja, das habe ich auch gemacht. Zu einem Fenster, weil auf einem Fenster war es noch wärmer. Tja. Hier ist es heißer als in Italien, habe ich gesagt. Toskana war angenehmere Temperaturen wie hier. Und auch da war es heiß. Und wir sind wandern gegangen. Mach ich auch gerade. Und ich hab mir einen Sonnenbrand am Strand geholt. Alter, ey, kein Scheiß, wenn deine Alte dich, meine Freundin nicht betrügt, ja. Die Bombenzone bleibt dir treu. Da unten steht ein Auto, das steht mir zu nah an einem Picardo. Deswegen fahre ich da unten. Ich laufe da nicht hin. Rauchst du schon wieder? Nein. Was ist das mit dem Rauchen? Ich bin in der Lunge. Ich rauche gerade Kokain-Joints. Okay, das ist okay. Das ist genehmigt. Das ist wieder so eine typische Runde, wo man dann immer von der letzten Ecke aus abgeknallt wird. Ich würde gerne mit ihm über Gott reden. Ach, keine Ahnung. Aus. Ich will nicht da hinten in Richtung von dem Compound. Den Compound oder Richtung Minas Gerais? Oh, ja, einer ist da falsch angeschoben. Ich will jetzt aber hier stehen bleiben und alle anderen sollen sterben. Du machst ja mal ein bisschen zu einfach. Wenn das immer so läuft, dann wären wir bald hier, hätten wir eine PGI mitmachen können. Ja, mal versuchen eine Granate zu werfen, mal schauen, ob der halbe Server wieder rausfliegt. Ich glaube, das war Custom Server Problems. Auto rechts. So. Nee, die müssen irgendwo mitten im Picardo. Ach, oh, da fahren sie, da fahren sie. Die kommen direkt auf uns zu. Warte nochmal kurz. Ja.
wenn wir hinter ihnen sind. Jetzt. Fuck, wir sind nicht in der Zone, ne? Natürlich sind wir nicht in der Zone. Hab ich auch nicht erwartet. Granate incoming! Mann, scheiße! Oh. Ah, Headshot, jawoll! Einen ausgenockt. Jetzt wollte ich mal auf der anderen Seite um den. Wo ist denn der? Südwesten irgendwo. Da wo der Smoke ist wahrscheinlich. Was, du hast den Kerl ausgenockt? Den einen oben am Baum habe ich ausgenockt. Ah, ja, scheiße! Ah! Bin direkt vor dem. Ach, da rechts sind die. Scheiße. Ja, ich wusste nicht, wo die sind. Ich hab keine Smoke mehr. Fuck. Das ist das Problem gerade. Hier kommt der eine hoch am Baum. Ist am Baum. Der hat mich gesehen. Hey, ich bin tot. Ach man. Ich hasse die AK. Ah, du bist auch tot? Mhm. Ach, super. Wie viele sind wir jetzt geworden? Keine Ahnung. Ich hab zu schnell weggedrückt. Ich kann's nicht sehen. Der Aufnahme nachgucken. Weil ich sie zugucken wollte. Na gut, ich guck mal kurz im Death-Screen, wie viele wir waren. Hallo? Oh, nicht auf, Mist. Ja, ist zu warm, ey. War's jetzt für mich auch. Da schießt er mich. Bis morgen, auf Wiedersehen! Jo, macht's gut, tschüss. 15. war noch.